Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hacking. Und zwar nicht zu einer ganz normalen, sondern heute werde ich mein Texture Pack releasen. Und zwar mein richtiges 10k Texture Pack. Das hat mir ein Zuschauer namens MC Plays gemacht. Vielen Dank an den. Und ja, das ist halt nur der erste Teil des 10k Specials. Es werden noch mehr kommen. Und ich wurde gerade abgeballert. Von da hinten, glaube ich, ja. Und ja, es kommen halt noch ein paar mehr Teile. Ich weiß noch nicht wie viele, aber es kommen noch mehr. Ich werde auf jeden Fall für euch so viel machen, wie ich kann. Denn ich habe richtig Bock auf was. Also ich habe auch schon eine Idee. Mal schauen. Und ja, der Download ist halt ganz oben in der Beschreibung. Ich habe das auf meinen Server einfach mal hochgeladen. Mal sehen, ob der das aushält, aber ja, es gibt halt immer so ein paar Hurensöhne, die dann einfach mal ihre DDoS anmachen und dann bemerken sie auch manchmal, dass es nicht geht. Aber wenn man jetzt ein ganz krasser Hacker ist und dann seinen Server anmacht, seinen krassen V-Server, der noch spoofed ist, dann nicht so gut, ne? Ich sag nur nicht so gut. Und Alter, okay, ich habe gerade zwei richtig hart hintereinander getötet. Aber ich kann hier sogar echt gut essen, also. My ping is legit, heißt der Typ. Okay. Ich will nochmal noch Slowdown ausprobieren, kurz. Geht es auch so? Ja, geht tatsächlich auch so. Aber es vielleicht schon ein bisschen komisch. Und hier gab es auch irgendwo Leitern, oder? Weil ich wollte es nämlich kurz nochmal ausprobieren. Das Fast Ladder. Das wurde ja auch upgedatet. Und ich habe auch ein Eisenschwert, stimmt. Okay. Dann habe ich eine reelle Chance. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ein extra Video zu diesem Texture-Pack-Release machen. Das ist so ein extra super Video, weil es ist ja nichts Großes irgendwie. Das ist einfach nur eine kleine Geste von euch. Also, ich meine, der Macher hat das Texture-Pack schon zur Verfügung gestellt. Was ich auch ein bisschen komisch fand, weil er hat es ja für mich gemacht zum 10k und dann release er es einfach schon. Aber ja, auf jeden Fall ist es ziemlich nice, dass er das einfach mal so für mich macht. Und ja, solche Leute sind ziemlich nice. Sie einfach mal so ihre Freizeit für mich hingeben sozusagen und dann für mich ein Pack machen. Da würde ich sagen, war es auch schon mit der ersten Runde und auch schon mit dem ganzen Video, denn ich wollte jetzt nicht lange rummachen, sondern ich wollte einfach nur mein Texture Pack releasen. Es wird ganz oben in der Beschreibung stehen. Ihr könnt endlich auch damit zocken, es werden davon Updates kommen, denn das Texture Pack wird weiterentwickelt, auch wenn der Macher teilweise nicht viel Zeit hat. Aber es wird Updates geben, also das ist jetzt die V2. Schon und dann wird noch irgendwann die V3 kommen und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat und ihr das Texture Pack verwenden werdet, dann lasst mal ein Like da und dann würde ich sagen, haut rein und ciao.